Jetzt sind, ja, wir, jetzt unmuted. Sind wir unmuted. Gut, das Grüß euch. Hilft nur unserer Außenwahrnehmung, dass wir gemutet waren. Ich glaube, mein Kopfhörer ist gar nicht eingesteckt, oder? Ich höre auch nichts. Ah. Nee, das ist falsch. Das ist von daher. Wenn wir haben ja noch kleinere. Steck mal deinen ein. Der ist ausgestöpselt. Aber ich höre auch nichts gerade, aber das müsste sich dann gleich beheben. Na doch, ich höre jetzt auch was. Grüß euch. Hallo. Abend heißt. Hi Sadi. Alles für alle auch am Start. Und Cray schon wieder am Supporten. Lieben, lieben Dank dir. Ja, wow, was haben wir für eine Folge hinter uns? Eine krasse, würde ich sagen, eine richtig krasse. Also heute auf jeden Fall auch mal ein besonderer Folgenstream, besonderer Folgenbesprechungsstream, weil das war ja wirklich abgefahren auch für unser Projekt. Sicherlich nach Folge 100 nochmal so der Burner, den wir seitdem geliefert haben. Also waren natürlich viele andere Burner auch dabei, aber so, was nochmal so krass herausgestochen ist jetzt. Ja. Da akzeptiere ich auch nichts anderes, also. Aber wie hat es an euch gefallen? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Und ja, wie war die Resonanz? Alles für alle, also sie wurde tatsächlich gut geklickt. Also zufriedenstellend, sind wir froh drum. Jetzt auch auf Spotify 2 Tage in Folge über 100 Streams gehabt insgesamt. Alles zusammen, also jetzt nicht nur die. Dank dir, Papa. Und ja. Und damit sind wir echt zufrieden. Also auch so die Rückmeldungen waren sehr positiv, auch recht zahlreich. Ja. Ja, vor allem über die Kommentare habe ich mich gefreut. Das finde ich eigentlich immer am schönsten, wenn so eine Folge viel diskutiert wird. Das Einzige, was ja, glaube ich, nicht funktioniert hat, wie bei unserer Folge zum BSW, zum Bündnis Sarah Wagenknecht, war, dass sie auch in Gruppen reingekommen ist, wo Leute dann bewusst auch aus der Ecke kommen, um darüber zu diskutieren. Also vereinzelt hat es auf jeden Fall funktioniert, das hat man gemerkt, dass AfDler sich auf Ankündigungen und auf das Video eingefunden haben. Ein bisschen weniger als. Aber ja, genau, also ich hätte mich auch mehr darüber gefreut, weil das war ja auch bewusst ein bisschen, das habe ich ja auch, glaube ich, in der Einleitung noch gesagt, ist bewusst was, worüber ich mich auch gefreut hätte, wenn eben Leute, die auch vielleicht jetzt nicht absolut überzeugte AfDler sind, weil da ist ja häufig dann auch eine Diskussion gar nicht mal so einfach, wenn man offen links auftritt. Aber wenn gerade so Leute, die einfach die AfD jetzt ein bisschen, das hört man ja auch manchmal, ne, wenn man in Gesprächen mit Leuten ist, die sagen, ja, also gerade gibt es für mich nicht so viel anderes. Und dann denke ich mir, wäre die AfD eben eine gute Möglichkeit, um gegen die Sachen anzustinken, die mich gerade so sehr stören, wenn davon mehr Leute auf den Podcast gestoßen wären. Mhm. Aber vielleicht sind auch 3,5 Stunden eine gewisse Einstiegshürde, um zu sagen, ich höre mir jetzt mal was anderes dazu an. Ja, absolut. Deswegen auch heute noch mal ein Part rausgekoppelt, ne? Also mit der mit dem Höcke-Part, den fand ich sowieso extrem stark, also können wir auch trotzdem nochmal, auch wenn wir jetzt einfach nur sagen, ja, war halt Baba und so, wir können trotzdem ein bisschen darüber noch reden, also es war auf jeden Fall so ein bisschen Amok-mäßig, das Ganze aufnehmen und das Produzieren, das habe ich ja auch so ein bisschen probiert aufzubauen bei Instagram, falls uns Leute da folgen, aber es war eine sehr spannende Aufnahme, ich würde sagen, es gab auch sicherlich natürlich bei so einer langen Aufnahme, selbst wenn wirklich recht wenig Doppelungen drin waren und recht wenig sich irgendwie wiederholt hat oder so, gab es sicherlich auch ein paar Längen oder so. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Und das Empfinden ist da ja auch sehr, sehr unterschiedlich von Leuten. Da haben wir auch zum Beispiel
einige Leute, die gesagt haben, boah, das war einfach mega geile Analyse und auch im Prinzip wichtig, dass es in der Länge war, und andere Leute, die gesagt haben, boah, höre ich mir gar nicht erst an, war super lang, das war zu viel, und oder ich muss es in mehreren Etappen hören. War, genau, glaube ich, häufig eine Rückmeldung. Mhm. Ja, Grüße an alle, die jetzt auch dazugekommen sind. Und ich habe auch das Gefühl, wenn es irgendwo so ein Part gab, dann ist das halt im Programm. Das habe ich auch selber gemerkt, als ich mir diesen 100-Seiten-Klopper dann vorgenommen habe, dass du einfach, und gerade wenn du dann, ne, hier noch irgendwie die Wahlprogramme und die Positionspapiere von der AfD dazu dann liest, du merkst halt, du hast halt in einigen Punkten natürlich immer wieder eine Wiederholung. Klar. Von den Sachen so, und das, das bleibt nicht aus. Die nehmen ja auch dann auf vorherige Sachen dann immer mal wieder Bezug. Und teilweise ist auch die Trennung jetzt von diesen Programmpunkten, wie die hier angesprochen haben, nicht so trennscharf. Ich glaube, ein-, zweimal habe ich auch Punkte, die so im Programm standen, dann zusammengelegt, weil ich mir dachte, das jetzt nochmal auszuklamüsern, ist nicht so sinnvoll, aber sonst orientiert sich das ja tatsächlich auch einfach an den Punkten, die die so selber da im Programm als Oberpunkte gewählt haben. Ja, und Sadi sagt auch schon, in zwei Zügen gehört. Das kann ich verstehen, ein Teil vormittags, ein Rest und dann am Abend. Ja, und es hat, also bei uns ist, das wisst ihr vielleicht nicht, aber bei uns gibt es auch immer so eine Diskussion um Länge und so. Also da wurde ich fast noch bei dem Part, der ausgekoppelt wurde, zensiert. Ja, das stimmt. Das war dann der beste Part geworden. Dann sind wir immer so ein bisschen in Diskussion, dass ich sage, okay, lass es uns nicht zu ausufernd machen. Für Joshua ist es wichtig, immer die Sachen möglichst weit zu erzählen. Aber jetzt nicht, ist jetzt nicht so ein, der eine ist für kurz, der andere ist für mega lang, sondern einfach nur so eine grob so eine Tendenz. Aber in dem Fall fand ich halt auch, es ist jetzt einfach auch so ein bisschen an der Zeit gewesen, zu der Partei einfach mal so was richtig Ausgiebiges zu liefern. Und jetzt war das halt an uns, dieses Los, das mal zu machen von links, weil wir haben ja auch schon viel über sie geredet, und das ist halt, über sie wird die ganze Zeit geredet, und natürlich von Linken ist es halt so das Hauptsteckenpferd geworden. Und deswegen ist es auch einfach mal an der Zeit gewesen, von links so eine ausgiebige Podcast-Folge dazu mal zu liefern, weil das ist eben auch so ein Ding. Das haben wir halt so noch nicht gesehen auch. Ne? Wir probieren ja immer Sachen zu machen, die wir noch nicht so gesehen haben. Und irgendwelche kurzen Auseinandersetzungen gab es sicherlich mal mit der AfD an möglichen Stellen. Aber wirklich, dass sich Leute mal hingesetzt haben, das ausgiebiger aus der Perspektive der AfD besprochen haben, dann auch, das sicherlich in der Form noch nicht. Und deswegen fand ich das auch genau richtig in dem Fall. Ich glaube, eine Person, die das viel gemacht hat, die ich jetzt aber nicht auch als unbedingt linksradikal bezeichnen würde, wäre dann eben hier der, das passt ja auch ganz gut, dass Sadi reinschreibt, die Interviews mit Andreas Kemper bei Jung und Naiv, die dann ja auch wirklich mal über 3 Stunden oder so laufen, mhm, der ja auch so ein bisschen als von diesen ganzen unterschiedlichen Formaten, habe ich ja, glaube ich, auch genannt, als der deutsche AfD-Experte dann immer dadurch gekarrt wird. Also ich glaube, der war auch beim Dissens-Podcast. Ich habe mir auch eigentlich in Vorbereitung fast alle Sachen, die der da gemacht hat, immer diese 3-Stunden-Interviews angehört. Und also der sagt auch viele interessante Sachen definitiv dazu. Der hat ja auch, war ja auch maßgeblich dann an dieser ganzen Landulf-Ladig- Aufdeckungs- oder wahrscheinlichen Aufdeckungsgeschichte dann da beteiligt, oder die maßgebliche Person, die das so gemacht hat. Aber der ist ja, glaube ich, auch in der Twitter-Linken irgendwie immer so ein bisschen, er wird immer so ein bisschen kritisiert, weil der ja so ein Vorreiter von dieser ganzen Klassismus-Diskussion in Deutschland ist. Also das ist ja irgendwie so ein Ding von ihm. Ich glaube, der hat dann auch an der Uni Münster so ein Verein für, so eine Plattform für Arbeiterkinder gegründet, wo die sich dann gegen Klassismus im akademischen Umfeld oder im Studium oder so wehren können. Was jetzt erstmal nicht, ne, was jetzt erstmal nicht komplett unsympathisch ist, aber ich glaube, der wird dann auch in dem Zug von dieser grundlegenden Kritik an Klassismus dann
auch kritisch gesehen, weil, ja, wie wir alle wissen, Klassismusdiskussion dann auch schnell in so eine liberale Betrachtung rutschen kann und dann eben ja die eigentliche Klassendiskussion dann zurückdrängt oder auflöst. Er schreibt auch Mario Hofgärtner, schön, dass du das erste Mal auch am Chatten bist. Bitte nicht Camper einladen. Ja, aber ey, das ist auch so eine Sache, ne? Das habe ich auch nur, ich habe mich jetzt mit dem, wie gesagt, für die AfD-Geschichte auseinandergesetzt. Ich habe immer mal irgendwie gehört, aber ich, also es ist mir echt scheißegal mit dieser ganzen Twitter-Geschichte und so, was da alles abläuft, das auch juckt mich nicht, ne? Und ich habe auch keinen Bock, irgendwie noch was zu haben, wo ich irgendwie Zeit verschwende, indem ich durchscrollen kann und irgendwo hier mal einen stinkigen Kommentar abzulassen. Aber ja, das ist auch das, was ich bislang dazu gehört habe, dass er da zumindest kritisch immer gesehen wird. Und Mighty, also was, wir haben ja 5 Stunden Aufnahmezeit gehabt und 1:30 Stunden sind ja insgesamt grob rausgeflogen. Und da ist halt wenig jetzt Inhaltliches dabei, was wirklich rausgeflogen ist. Das ist halt auch selten bei uns so. Im Schnitt fliegt eigentlich fast nur, wir probieren das ja möglichst stark so zu glätten, also oder ich in dem Fall. Also das ist halt dann möglichst wenig Amps und keine 1000 von Pausen und so, sondern dass man das halt ganz gut durchhören kann und Füllwörter und so rauskommen. Und bei der Folge hatten wir natürlich auch besonders viele Phasen, wo wir dann mal irgendwie miteinander kurz diskutiert haben oder kurz, kann man das jetzt so sagen oder soll man das nochmal umformulieren oder auch nochmal neu angesetzt haben oder halt auch es geklingelt hat an der Tür oder solche Sachen, ne? Das fliegt dann halt natürlich raus und das hat dann insgesamt 1:30 Stunden einfach ausgemacht. Stimmt, wir haben ja noch zwischendrin gegessen. Ja, tatsächlich. Ja, Mario, wenn du Bock hast, schreib vielleicht auch nochmal rein, was an dem Camper auszusetzen hast, was ihr vielleicht in dem Kontext auch ganz interessant. Aber es ist Joshua Zitat scheißegal. Nein, ich mein damit, es ist mir mir persönlich, ich habe keinen Bock auf diese ja, klar. Twitter-Streitigkeiten, naja. Wo Leute sich dann so reinstürzen. Ist mir nicht scheißegal, was der da schreibt. Das ist ja ein Ausdruck von seinen Positionen. Also das ist mir auf jeden Fall wichtig, ne? Mhm. Ist mir nur, ich habe keinen Bock auf diese Twitter-Streitigkeiten. Ja, volles Verständnis dafür. Ja. Wir sind ja auch nicht auf Twitter deswegen, sondern nur auf Mastodon und Blue Sky. Ja, absolut. Das fällt ja auch in deinen Aufgabenbereich. Ich wette, auf Mastodon und Blue Sky ist das alles auch viel besser. Viel tollere Debattenkultur. Ja, ist stark. Macht echt Spaß mit den 2 Leuten, die uns da folgen. Aber die interagieren dann bestimmt ganz stark, ne? Ja, ist echt strong. Danke an euch alle, die uns da immer Kommentare schreiben. Ja, aber tatsächlich, was ich ganz spannend fand, worüber er auch gesprochen hat, sind eben diese politischen Verwicklungen von dem Adel in reaktionäre Politik, mhm, in Deutschland und Österreich. Ich bin auch gar nicht so bewandert jetzt in deutschen Adelshäusern, aber ich meine, dass es sich da auch dann viel um das Adelshaus Thurn und Taxis gedreht hat. Mhm. Und solche Geschichten, also einmal dieser große Anteil an Wald- und Forstbesitz in Deutschland und gleichzeitig dann Stärkung von eben so christlich fundamentalistischen, also auch teilweise dann sogar so, wo man ja recht wenig im Vergleich zu so evangelikalen Geschichten von so katholisch-traditionalistischen Verbänden und so, das finde ich ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte und gerade auch, weil ja auch im Hinblick mit der Werteunion von Hans-Georg Maaßen darüber diskutiert wird, ob da dann auch christlicher Fundamentalismus so seinen Platz finden könnte. Eigentlich ganz spannend von dem, was ich jetzt gehört habe, was er dazu denn so angeteasert hat in so einer halben Stunde. Mhm. Das ist ja ein Anteasern in diesen normalen Folgenlängen bei Jung und Naiv, kann man ja schon sagen. Das fand ich eigentlich recht interessant, aber wie gesagt, da müsste man dann nochmal drüber reden, ob Andreas Kemper ein sinnvoller Gast ist. Okay, aber was hat euch sonst noch so beschäftigt bei der Folge? Es dürfte ja einiges gewesen sein, was euch da in den Sinn gekommen ist.
Wir haben auch eine längere Rückmeldung bekommen auf Discord in dem Fall. Da werden wir dann auch so Stück für Stück mal wieder was einfließen lassen von. Können wir gleich mal machen. Aber vielleicht noch ganz kurz auf die Frage von Zadi, ob es auch linksradikale Adlige gibt oder ob die alle eher rechts sind. Also ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viel von sowas gehört, dass es so linke Adlige heutzutage so stark gibt. Aber es gibt halt auch immer natürlich wieder jetzt so, ich weiß nicht, ob es explizit Adel war, aber so reiche Leute, die dann eher links getrimmt sind, die dann auch sagen so, ja, ich bin halt dafür, dass es eine höhere, also eher links, ne, höhere Steuer für Reiche gibt und so, weil das ist halt voll ungerecht, dass ich so viel habe und die anderen halt nicht. Und dann auch super viel spenden und auch so soziale Projekte machen, jetzt die halt nicht nur rein charity-mäßig sind oder so, sondern die auch ein bisschen politischer sind und so. Das gibt es ja schon. Aber es ist ja marginal in der heutigen Zeit, muss man ja schon dazu sagen. Also die Zeiten von Prinz Kropotkin sind leider, ich Ich wollte glaube, gerade vorbei. sagen, Schwarzer Prinz ist ja das, was mir auch direkt in den Kopf kommt. Ne. Aber ja, das ist auch was, was ich bislang sehr wenig gehört habe. Macht ja auch eigentlich Sinn, ne? Also ich finde auch diese Herleitung davon, dass für adlige Kreise einmal Stärkung der Familie und natürlich auch ja, niedrige Erbschaftssteuern einfach integral sind für sie als kleine Überbleibselklasse und es deswegen auch einfach Sinn macht, dass sie tendenziell eher rechtsliberal bis rechtsradikal eingestellt sind. So, und dann noch eine Frage, die wir übergangen haben von Nightmare. Habt ihr auch andere Texte dafür gelesen, vielleicht aus der Sezession oder so? Ja, ich hatte aus der Sezession auch einzelne Texte gelesen. Unter anderem fand ich ja den von Martin Sellner ganz gut, wo er eben hier über die Melonisierung schreibt. Also in dem Sinne gut, dass er es einfach klar darlegt, was die jetzt darunter verstehen, weil das ja ein Begriff ist, der immer wieder jetzt durch deren Kreise geistert und der ja auch scheinbar dann bei dieser Remigrationskonferenz kritisiert wurde. Ich weiß schon, du lachst schon und dann werden bestimmt ganz viele Leute, oh Gott, hat gesagt, dass er den Text gut fand. Aber wie gesagt, da geht es mir einfach darum, dass es ja, es klar rüberbringt. Aber real näherst du dich deinem optischen Klon einfach immer weiter an? Absolut. Wer kennt nicht die starken Volkstümlichen Positionen von über völkischen Tage, und die du eingebracht hast? IB-Positionen, die jetzt immer weiter hier einfließen. Ich meine, wir haben ja schon über Etablierung revolutionärer Kultur mit Einbezug deutscher lokaler Nationalkultur gesprochen, ne? Und es wird langsam, geben wir uns hier in Querfront-Fahrwasser. Oh, Clark Nova, danke dir für deinen Es Beifahrer. hat, es gefällt, Clark Nova. Der anarchistische Linksnationalismus. Ja, aber aus der rechten Ecke bin ich gerade am Überlegen, was ich da noch zur AfD, also eigentlich hauptsächlich eben so kleinere Texte. Ich meine, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich zu diesem ganzen Thema Erfurter Resolution und eben diesem Richtungsstreit innerhalb der AfD vom Kubitschek. Schon wieder ab hier. Nice. Von Kubitschek auch Danke noch euch, Leute. Sachen gelesen habe, weil der ja auch im Zentrum von dieser ganzen Kontroverse stand. Und zu diesem ganzen Rechtspopulismus-Geschichte habe ich mich auch noch ein bisschen mit Neuer Rechten und der Benoit heißt der ja, glaube ich, komme immer überhaupt nicht klar mit französischen Namen. Dieses Kulturrevolution von rechts. Also diese ganzen Sachen, die finde ich eigentlich auch recht interessant. Da würde ich mich auch noch mal gerne intensiver mit dieser ganzen Geschichte mit neuen Rechten auseinandersetzen. Aber sagen wir mal so, das hat jetzt auch eigentlich, was da an Lesestoff für diese Folge draufgegangen ist mit den ganzen Programmen und AfD-Veröffentlichungen und dem Buch von Björn Höcke, eigentlich mir auch erstmal ein bisschen gereicht. Das ist eine tolle, tolle Frage, niemand mehr. Funktioniert in Deutschland dann etwas gut? Was ist das eurer Meinung nach? Puh, lass mich mal überlegen. Was funktioniert in Deutschland so richtig gut? Jetzt im Vergleich zu anderen Ländern.
Also ich denke, es gibt schon noch Binnenschifffahrt. Binnenschifffahrt, okay. Ich meine, wir haben größten Binnenschifffahrtshafen Europas und größten Kanalhafen Europas hier in Dortmund, also Dortmund-Duisburg. Starkes Stück Binnenschifffahrt. Also auf so einer politischen Systemebene, dann kann man schon teilweise noch sagen, dass es so gewaltenteilungsmäßig, wenn man das jetzt vergleichen will mit anderen Staaten, dann doch so von den Gerichten her noch so einigermaßen funktioniert. Also dass sie halt dann manchmal auch irgendwelche Vorhaben von der Politik so umwerfen, wie jetzt halt zum Beispiel so Vorratsdatenspeicherung oder so. Also das ist dann ist auch nochmal ein Punkt vielleicht, den man nehmen kann. Du meinst diese ganze Privatsphäre-Geschichte? Als Beispiel jetzt, es gibt sicherlich noch ein paar andere Sachen, die man nennen kann. Also im Kontext von natürlich. Aber es wird ja doch auch häufig gesagt, dass eigentlich die Netzpolitik, also ist wirklich jetzt nicht mein Thema, ne? Ich glaube, das habe ich auch mal in der Mastodon-Folge irgendwie so recht harsch unserem Gast gegenüber gesagt, dass mich das eigentlich nie so richtig interessiert hat. Aber ja, das habe ich auch schon mal gehört. Okay, mit Binnenschifffahrt haben wir bei niemandem mehr einen Punkt. Ja, Bratwurstproduktion sicherlich auch. Also, ja. Was mich auch beispielsweise sehr gefreut hat, ist, als ich mal herausgefunden habe, dass es eine deutsche Norm für Grillroste gibt. Kein Scheiß. mit einer DIN, wo es darum geht, dass die einzelnen Roststäbe. Oh, du spielst Klavier hier schon. Oh, ja. Orgel. Oh, jetzt der Orgel sogar. Ja. Orgel-Solo. Man kommt dort recht durcheinander, weil so viel passiert, ne? Ja, auf jeden Fall, dass die Roststäbe, ich glaube, nur 2 Zentimeter auseinander sein dürfen, damit keine Bratwürstchen durchfallen. Das, weiß nicht, finde ich cool, ne, dass du in Deutschland dir sicher sein kannst, du kaufst einen Grill und die Bratwurst wird nicht in die Kohlen fallen. Strong. Ja, vielleicht müssen wir mehr über solche Sachen reden, das scheint den Leuten zu gefallen. Wichtig, ja. Aber genau, Nightmare, werde ich das Buch meines Doubles auch lesen? Ja, ich hatte tatsächlich jetzt letztens auch noch bei den Neuveröffentlichungen dann gesehen, dass Sellner jetzt irgendwie sehr schnell nach der Konferenz dann eben so ein Buch zu Remigration, irgendwie so 150 Seiten rausgelesen hat, rausgehauen hat. Dann in diesem Schnellroder Verlag da. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ich hatte, sagen wir mal so, wenn ich es irgendwie geschenkt bekommen würde oder so, würde ich es mir vielleicht sogar durchlesen, finde ich ganz spannend. Aber ehrlich gesagt dachte ich mir auch, okay, ja, 150 Seiten kann man sich antun, aber wer nach so einer Remigrationskonferenz so schnell so ein Buch zu dem Thema schreibt, das sieht mir irgendwie wie so ein neurechtes Cash-Grab jetzt aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt wirklich die literarische Qualität davon so stark ist. Aber Klagnova, du hast immerhin jetzt schon ein kleines Hämmerchen als Symbol bekommen und du hast... Bist auf Platz 1 aktuell von den Leuten, die hier an andere was verschenkt haben. Das ist doch auch was wert. Ja, genau. Und das wurde ja auch noch mal in gerade angesprochen, ob wir uns mit dem Konzept von Metapolitik beschäftigt haben. Also ich nicht. Ich auch nicht. Wie schaut es bei dir aus? Nee. Deswegen, ja. Können wir tatsächlich mal ausnahmsweise mal nichts dazu sagen? Könnt ihr gerne reinschreiben, was das Konzept ist, dann kann man vielleicht drüber sprechen, aber ist mir jetzt, habe ich keinen Begriff von. Das ist halt der finale Unterschied zwischen uns und irgendwelchen islamistischen Internetpredigern. Wir sagen halt auch manchmal einfach, ja, das wissen wir halt einfach nicht, so haben wir uns nicht mit beschäftigt. Haben die anarchistischen Gelehrten keine einheitliche Meinung zu. Richtig. Ja, irgendwo herunterladen, Negativland, das ist auch eigentlich immer mein Credo, wenn ich sehe, dass es irgendwo ein neues Buch gibt. Aber man muss sagen, zu diesen ganzen neurechten Geschichten oder generell vielen rechten Büchern gibt es auch einfach keine frei verfügbaren PDFs oder so. Von der linken Seite hast du ja häufig dann irgendwie über
Was gibt's denn da? Libcom, gut, LibGen ist ja so das Bekannteste, aber es gibt ja auch so kleinere linke Bibliotheken, wo du viele alte Theorieklassiker findest, jetzt von rechter Seite oder so. Also ich habe jetzt auch bislang nicht so viel rechte Theorie gelesen, wenn dann so Sachen wie von Carl Schmitt beispielsweise, und das sind dann so Sachen, die findest du vielleicht noch als PDF, aber diese ganzen neueren Sachen nicht. Ja, niemand mehr, du wirst auf jeden Fall keine Wahlempfehlung von uns erhalten. Es ist für uns jetzt nicht so relevant, welche Partei man wählt, ehrlich gesagt. Also wir sagen ja immer, dass klar, es macht jetzt halt im Prinzip schon Sinn, irgendeine linke Partei bei einer Wahl zu wählen oder so. Wen denn jetzt noch? Aber das sag mal, wer kommt denn noch in den Bundestag, den man jetzt wählen könnte? Wahrscheinlich dann BSW oder die Linke, aber die Linke wahrscheinlich eher weniger. Ja, das meine ich, ja, die Linke. Aber das ist halt nicht unsere Politik so, ne? Weil für uns kommt es halt darauf an, was man dann 365 Tage im Jahr abseits dieser Wahl halt macht. So, wir sind halt eben der Meinung, dass es keine Sache ist, wo man einfach seine Stimme abgibt und dann halt, ja, das ist so der entscheidende Punkt deines Lebens, wo man dann halt wirklich was bewirken kann, sondern wir bewirken halt außerhalb der Parlamente, und das ist immer der Fokus, und jetzt nicht, da biedern wir uns nicht an diese Propaganda, diese Wahlpropaganda. Ja. Na, Craig, ich glaube, du hast sogar recht, dass die Grünen noch am längsten von den bundestagsfähigen Größen sind. Ja, oder, also ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, also das ist jetzt die Frage, auf welche Punkte linker Politik man mehr Wert setzt. Also könnte sogar sein, dass BSW, wenn die reinkommen, das dann wäre. Gut. Aber ich werde mal eine der Punkte, die uns erreicht haben, vorlesen. Dann kommen wir auch mal wieder ein bisschen mehr intensiver auf das AfD-Thema. Hm. Weil das sind sicherlich Punkte dabei, die wir von dem guten Bernd auf Discord bekommen haben, die uns zur Diskussion anregen können. Und zwar war das erstens, das sind 5 Punkte, mal gucken, ob wir alle heute schaffen, vielleicht auch nicht. Es kommt in eurer Sendung einerseits der Anspruch von Aufklärung durch, andererseits legt ihr über die Gegenstände eure Brille. Eine Linke, ihr sagt das sogar, die anarchistische Sicht. Das ist der Aufklärung nicht zuträglich, weil diejenigen, die das nicht teilen, dann ja nur wissen, okay, das kommt raus, wenn Anarchisten darüber reden. Das kommt immer rum in Formulierungen wie, das sehen wir anders, haben wir in unseren Positionen, Konzepten dargelegt. Ja, da hat man die Differenz, aber das ist nicht gleich die Kritik dessen, was ihr euch vornehmt. Überzeugen werdet ihr so jedenfalls niemanden, der nicht schon euren Gedanken teilt. Das ist so eine linke Unart. Da muss man sich nicht wundern, wenn man in seinem Saft schmort. Ein sehr harter Punkt, formuliert zumindest direkt zu Beginn. Das ist tatsächlich eine Sache, die wir jetzt naturgemäß auch anders sehen, weil man kann halt eigentlich eher andersherum sagen, dass es dann oftmals jetzt eine Schwäche von sehr stark analytischen Linken ist, dass man seine eigene Position nicht darstellt. Also die Menschen wollen ja eigentlich immer wissen, wenn man etwas kritisiert, wenn man etwas anspricht, was man anders sieht, wollen die Leute eigentlich immer wissen, was sagt man selber dazu, was stellt man als Alternative dessen. Und das ist halt für uns ein ganz elementarer Teil von Politik, dass wir halt sagen, wir wollen halt nicht nur gegen etwas arbeiten, wir wollen nicht nur alles kritisieren im Grund und Boden, wofür die Linke ja auch gemeinhin steht, wo halt alle sagen, ja, das ist die Linke, ne? So die meckern immer nur rum und die haben aber keine Alternativen. Und genau das wollen wir eben nicht sein. Wir wollen halt auch eine Gesellschaftsvision haben, die wir nach außen tragen. Und deswegen ist uns das wichtig, auch unsere Gegenposition darzustellen. Und ich glaube, dass das für uns als Anarchistinnen auch fundamental ist, weil wir uns ja auch unterscheiden und ausdifferenzieren wollen und als eigenständige politische Kraft dastehen, wo die Leute sagen, ja, die anarchistische Position dazu, das ist wirklich die, die mir in dieser Frage gefallen hat, zugesagt hat, wo ich mich selber wiederfinde. Ja, ich glaube, ich sehe das auch so. Und ich würde auch der Kritik nicht zustimmen. Aber ich glaube, was die anspricht, aber fälschlicherweise dann auch an uns ausmacht und an so einem generellen, wie du es gesagt hast, ich stelle jetzt meine Position dagegen, mhm, oder ich sage auch, wir sind das und das und wir schauen uns das jetzt an.
ist, dass es diese Art von linker Kritik gibt, die das dann vor allem moralisch macht und einfach nur sagt, ey, schau mir das jetzt an, aber das und das, das geht einfach überhaupt nicht. Mhm. Oder meine Kritik an der AfD ist ja, die ist ja total freiheitsfeindlich. Aber ich gucke mir nicht mal genauer an, was sagen die eigentlich und was macht die jetzt im Kern aus? Und wo ist eigentlich schon, wo finde ich eigentlich schon in ihrem eigenen Anspruch Widersprüche? Und ich würde sagen, das ist auch eine Art von linker Kritik, die immer wieder kommt und die auch die Leute jetzt nicht wirklich überzeugt, wenn es einfach nur diese Art, also wenn es einfach nur auf dieser Empörung bleibt und wenn es auch einfach sich nicht auf jetzt das, was man dann behandelt, den Gegenstand einlässt, sondern erstmal, sagen wir mal, so eine Vorverurteilung von Anfang an hat und sich das dann auch nur aus dieser moralischen Empörung heraus anschauen will. Aber das ist ja die Sache, die machen wir nicht. Und sonst finde ich eben das genau richtig, dass es ganz wichtig ist, dass dem dann auch etwas entgegengesetzt ist. Und wenn es, so wie ich jetzt gesagt habe, diese Empörungsgeschichte ist, ja, dann kann es tatsächlich sein, und vor allem, wenn man auch keinen Wahrheitsanspruch zu dem, was man sagt, formuliert, dann kann es ganz schnell sein, dass die Leute auch sagen, ach ja, ist ja schön, ist ja auch einfach nur eine Meinung unter vielen. Aber das ist ja auch was, was wir immer wieder gesagt haben, dass wir uns da dann auch von Teilen der anarchistischen Bewegung abgrenzen, indem wir sagen, wir machen das jetzt hier nicht einfach nur, um irgendwie eine Meinung von uns zu sagen, sondern wir machen das halt mit einem Wahrheitsanspruch, wenn wir uns das anschauen. Wir denken schon, das ist richtig so. Und ich glaube auch, dass in die andere Richtung, wenn es dann wirklich dieses Überanalytische ist, dass es dann genau das ist, wie du gesagt hast, dass die Leute dann auch genau danach gieren. Das finde ich ist ein gutes Beispiel, wenn wir uns jetzt anschauen, die letzte Folge bei 99:1, wo ich finde auch, das ist eigentlich eine Gruppe oder eine Veröffentlichung, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, die das eigentlich perfekt illustriert. Das ist der Gegenstandpunkt und das ist Peter Decker, der ja sehr häufig bei 99:1 zu Gast ist, als einer der führenden Köpfe eben von dieser Zeitschrift. Und der hat da eben jetzt wieder eine große Folge über Demokratie gemacht. Mhm. Finde ich, ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Sehr richtig über Demokratie, die perfekte Form der bürgerlichen Herrschaft. Kann ich auch empfehlen zu lesen. Und da ist es dann am Ende eben mit diesem Gespräch mit Peter Decker, dass dann die Frage kommt, ja, alles schön und gut, finde ich richtig, was du über die Demokratie sagst, was machen wir dann? Im Endeffekt hat der Peter nichts dazu zu sagen, außer dass wir uns außer dass wir wissen müssen, dass wir absolut schwach sind, einfach nur ein paar Linke, die gerade in einer absolut marginalisierten oder meinetwegen Kommunisten oder Marxisten, die in so einer absolut marginalisierten Position sind. Und dass eigentlich schon zu sagen, ja, was machen wir jetzt, dieses politische Dienstleistungs diese politische Dienstleistungsidee ist, die man auch im Parlamentarismus findet. Und deswegen haben die Leute, die sowas fragen, die Kritik nicht verstanden. Ja, und stehen die Leute, glaube ich, auch ganz schnell da ziemlich ratlos gegenüber. Und ich finde, das ist auch das, was wir eigentlich versuchen. Wir versuchen von dieser einfach nur, wie es dann häufig passiert, Empörungsbetrachtung eben wegzugehen, uns wirklich komplett auf die Sachen, die wir uns anschauen, einzulassen, aber gleichzeitig dann eben auch am Ende immer zu versuchen, das dann auch einzubinden in ein, ja, was heißt das denn jetzt auch für uns in der politischen Praxis? Was muss eigentlich daraus auch für uns dann erwachsen, wie man eben mit den Sachen, die wir jetzt in so einer Betrachtung dazu gelernt haben, die dann auch in eine revolutionäre politische Bewegung zu übertragen? Kurz gesagt. Ja. Also ihr könnt jederzeit zwischendurch auch Fragen reinstellen zur AfD, zu der Folge, was euch sonst noch so aufgefallen ist. Ne? Wir gehen dann immer drauf ein. Nebenbei werden wir dann halt jetzt hier mal weiter diese 5 Punkte abarbeiten und darauf reagieren. Ja. Ja, Negativland. Du hast vermisst, dass es in Deutschland eine linke Anti-Euro-Bewegung gab oder zumindest eine Solidarität mit anderen Linken der EU. Also
ehrlich gesagt habe ich das so wahrgenommen, dass gerade das Thema Griechenland eine sehr große Rolle eine ganze Zeit gespielt hat, auch in Kombination mit so Anti-Globalisierungskreisen und so. Und dass dieses Ding, diese Sache mit Widerstand gegen Austeritätspolitik, ausgehend dann eben von dem Land, was da im Zentrum davon steht, eigentlich schon ein recht wichtiger Punkt gewesen war. Und sich sehr, sehr viel von Deutschland aus auf Griechenland bezogen wurde und gegen den hier herrschenden Diskurs. Nur jetzt eine richtige linke Anti-Euro-Bewegung, das stimmt, das gab es so in der Form nicht. Und ich meine, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich da wirklich noch ein sehr kleines Kind war, wie es jetzt zur Einführung des Euros ausgesehen hat, wie die Linken sich dazu verhalten haben, ob es dann auch tatsächlich irgendwie Anarchisten, Kommunisten gab, die gesagt haben, wir wollen die D-Mark zurück oder wir wollen bei der D-Mark bleiben. Ne? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du damals, bist ja ein kleines Stück älter als ich, ob du damals irgendwas mitbekommen hast. Nee. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass alle diese ersten Euro-Sätze gekauft haben. Ich hatte zumindest ein Euro-Sammelalbum. Das war, glaube ich, damals so die so eine Art kleine Propagandaleistung des Staates, ja, dass diese Euro-Sammelalben rausgegeben wurden. Du hast da deine persönlichen Erfahrungen in der Folge ja auch ein bisschen ausgeführt. Bei mir war es dann natürlich, ich habe das ja auch mitbekommen und das war dann das erste und einzige Mal, wo dann die Euro-Scheine vorgestellt wurden bei uns in der Schule, wo ich einen 500-Euro-Schein in Hand gehalten habe. Echt, du hast einen 500? Ja, ich habe wirklich. Das wollte ich immer mal machen, dann war ich so traurig, als die abgelöst wurden. Ich wollte immer mal einen in der Hand haben. Geil, oder? Mit so ein neues Geldsystem vorgestellt und da gibt es so einen echt hohen Schein und man hat den halt einmal in seinem Leben als kleines Blatt, wo das vorgestellt wird bei der Umstellung des Geldes in der Hand. Richtig lol. Ich war richtig. Das sagt eigentlich schon alles aus. Ich war richtig schockiert, als ich es mal vor. Oh, das ist jetzt so. 7, 8 Monate her habe ich es das erste Mal geschafft, mal einen 200-Euro-Schein so in echt zu sehen. Und da war ich auch so, wow, das Ohrfeigenauto, das wird mal viel wert sein. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass diese ganzen Sätze immer rausgegeben wurden. So eine Propagandashow, das ist Wahnsinn, wie die versucht haben, uns da Scheiße einzupflanzen. Echt, wow. 0,44. Ich weiß nicht, dass du Liegestütze machst. Liegestütze? Ja, man kann das doch, glaube ich, kaufen jetzt. Also, ja, man kann es kaufen, ne? Also das ist halt auch geil, ne? Ich weiß noch, als Kind, da hat man dann von der Bank in der Schule so ein kleines Sparschweinchen oder so ein Spartresor bekommen, also ich zumindestens. Und da wurde uns halt auch gesagt, so ja, ne, immer schön reinpacken und so, auf die Bank legen und das ist dann halt später richtig was wert und so. Und das kann man einfach zu Geld machen, dann wird das halt richtig viel wert sein. Ja, scheiße, ne? Bringt dir jetzt einfach gar nichts mehr, das zu machen. Na, Quay, wie die Umstellung mit dem 500-Euro-Schein passiert ist, weiß ich jetzt nicht, ob die einfach nur die Produktion eingestellt haben, also den Nachdruck, oder ob die auch dann angefangen haben einzuziehen, wenn du die in den Banken dann eingezahlt hast. Aber er wird auf jeden Fall nicht mehr nachproduziert. Also ich glaube, das wurde ja auch maßgeblich mit davon begründet, niemand mehr hat es ja auch schon geschrieben, Geldwäsche und kriminelle Machenschaften wurden dann eben stark mit dem 500-Euro-Schein in Verbindung gebracht. Bitte, ach so, bitte, guck mal, es bitte, gab einen Stichtag. Wow. Ja. Bitte, bitte keine Liegestütze, Leute. Ich habe mich so vollgefressen heute vor dem Stream. Es wäre wirklich nicht gut für mich, jetzt Liegestütze machen zu müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt hier aus dem Sessel rauskomme, um irgendwie mich auf den Boden zu bewegen. Hast du eigentlich das letzte Mal eine Liegestütze gemacht? Weißt das noch? Vor ein paar Tagen, glaube ich. Echt? Ja. Ist das sowas, was du zu Hause machst? Also als wir zusammen gewohnt haben, habe ich das nie gesehen. Du hast mich ja auch nicht 24/7 am Tag gesehen. Also naja, ich habe dich schon oft gesehen. Ja, stimmt. Okay. Ja. Dann ich lese mal die zweite den zweiten Kritikpunkt vom Bernd an unserer Folge vor. Kommt in dem
Zweitens kommt in dem AfD-Podcast rum, dass ihr eine ganz falsche Vorstellung vom Wählen habt. Die Leute haben schon so Vorstellungen, dass sie Parteien für ihre Interessen wählen. Aber im Kreuz selbst und der Tatsache, dass die Amtsträger keinen Weisungen und nur ihrem Gewissen unterworfen sind, merkt man, mehr als eine Ermächtigung zum Herrschen ist das nicht. Und das Programm, das außer uns auch niemand liest, ist zum Einseifen für die Stimmen da. Da machen eure Fragezeichen auch Sinn. Warum es der AfD bei so Sachen wie Klimawandel oder anderen Themen vollkommen egal ist, ob das realistisch oder ausgedacht ist. Also ich gehe vielleicht bis zu einem gewissen Punkt mit, wo man halt sagen kann, das haben wir in der Folge selber ja auch gesagt, so was dann die Parteien in ihrem Wahlprogramm schreiben, ist dann oft in der Realität, kann nicht umgesetzt werden oder wird nicht umgesetzt. Ich meine, das haben wir ja an unterschiedlichen Punkten auch ausgeführt, dass es auch dann oftmals einfach an der kapitalistischen Realität scheitert. So, dass bestimmte Gedanken und Forderungen, die Parteien in ihren Grundsätzen halt stehen haben, auch einfach unrealistisch sind, weil sie an den Standortkonkurrenz oder an der Verbundenheit eben dann zur Kapitalistenklasse schon scheitern müssen, etc. pp. Aber jetzt einfach zu sagen, dass es komplett belanglos wäre, Parteiprogramme, dass die niemand liest, jetzt außer ein paar Linke, das halte ich doch für eine sehr gewagte These, weil es ja schon auch einen öffentlichen Diskurs und eine öffentliche Aushandlung zu diesen verschiedenen Wahlprogrammen gibt, an unterschiedlicher Stelle. Es gibt halt immer einen bestimmten Rahmen, in denen dann auch politische Parteien so staatliche Politik gestalten können. Also am Ende jetzt die Maxim von eben möglichst produktivem Wirtschaften auf dem staatlichen Grund und Boden und natürlich auch inzwischen außerhalb, um dann eben die Steuern einzutreiben und damit den eigenen Staatshaushalt dann zu finanzieren. Das ist natürlich immer gegeben, aber ich würde sagen, da gibt es ja doch schon maßgeblichen Gestaltungsspielraum, den eben unterschiedliche politische Parteien da haben. Und deswegen würde ich auch gerade, wenn ich mir angucke, was die AfD sich da im Parteiprogramm vorstellt, entgegen beispielsweise dem, was sich jetzt Grüne oder eine SPD oder auch eine FDP vorstellen, da gibt es halt einfach Unterschiede. So. Und das ist nicht nur den Leuten an der Basis wichtig, sondern das wird natürlich auch auf die Politik nach oben hin dann übertragen. Wie riesig jetzt diese Unterschiede sind, da kann man sicherlich sehr lange streiten. Da müsste man jetzt wirklich eine genaue geschichtliche Betrachtung an der politischen Parteien in der BRD machen. Und es ist ja auch die Frage, wenn du dir jetzt so eine Partei anguckst und wirklich probierst, die zu analysieren und zu verstehen, was willst du dir sonst anschauen? Also klar, man kann dann halt sich die Reden angucken, man kann sich vielleicht die konkrete Politik, die ja die AfD jetzt in der Opposition macht, angucken. Mhm. Man kann sich vielleicht auch irgendwelche Chatverläufe angucken oder irgendwelche Leaks über so eine Partei. Haben wir auch in Teilen alles mit einfließen lassen. Nur trotzdem musst du dir ja das Parteiprogramm angucken, weil du daran ja zumindest eine Tendenz von der Politik von dieser Partei siehst. Und es drückt ja auch aus, wie sich diese Partei selber sieht. Und das ist ja auch das, was wir letztendlich behandelt haben in der gesamten Folge. Wir haben versucht, das, was Höcke, was in dem Höcke-Part, das, was die Partei als Parteiprogramm aufstellt, zu blamieren. Also sich das wirklich anzuschauen, was schreiben die über sich selbst, was denken die über sich selbst, was wollen die für eine Politik machen und das halt zu kritisieren. Ob das am Ende des Tages dann genauso umgesetzt wird, noch radikaler oder weniger drastisch kommt, das haben wir dann auch natürlich probiert teilweise zu werten, aber das macht auch Sinn. Also warum sollte das keinen Sinn machen? Weil das ja dann genau zu diesem tieferen Verständnis von so einer Partei führt, als das wie das sonst Linke oft nur machen, sich das nur oberflächlich anhand von ein paar harten Slogans wie Schießbefehl und Schuldkult oder was. Ja, jetzt zu dieser grundsätzlichen Bestimmung von eben, was wirklich hinter parlamentarischer Demokratie
steckt, dass man eben seine Stimme als Bestätigung zum Herrschen abgibt, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, klar. Aber ich würde halt trotzdem auch den Punkt, also was er jetzt von Bernd dann auch gesagt wird, dass es eben nur, also die Leute denken, dass es, dass sie ihre Stimme zur Interessenvertretung abgeben, aber dass am Ende da nichts dann im Parlament ankommt, da würde ich, glaube ich, nicht hundertprozentig mitgehen. Dann, Fosco, du hast ja noch geschrieben, dass du es in Gesprächen mit AfD-WählerInnen immer schwer findest, ihre Fakten, dass sie, weil ihre Faktengrundlage oft auf Fake News oder Verschwörungsmythen beruhen, gepaart mit der Frustration ihrer Lebensrealität. Ja, ich meine, wir haben über das Thema Verschwörungstheorien und wie da der Umgang ist, haben wir auch schon häufig so im Podcast gesprochen. Und ich sehe auch, dass es natürlich bei AfD-Wählern auch ein Phänomen ist. Ne? Und das ist auch nicht einfach. Keine Frage. Ich denke, natürlich nicht alle AfD-Wähler sind jetzt so harte Verschwörungsideologen. Aber ich denke, man muss dann halt auch ein bisschen gucken, dass man bestimmte Dinge anders angeht. Also, dass man nicht nur jetzt halt probiert, kleinteilig dann die Gegenteile zu beweisen, was dann die Leute da vertreten, sondern da begibt man sich dann halt oftmals auf so eine Ebene dann halt von diesen Theorien. Und ich denke, manchmal ist es auch einfach besser, davon probieren wegzukommen und halt eher dann so die Hintergründe, warum vertritt so eine Person so solche Positionen, was sind so die dahinterliegenden Vorstellungen und Wünsche und Positionen, wo man dann eher drüber reden kann. Und dann haben wir auch schon festgestellt, gibt es ja punktuell auch mal Gemeinsamkeiten, dass dann halt Leute, die halt eine Verschwörungstheorien vertreten sind, haben ja oft eine große Skepsis gegenüber der Politik, gegenüber denen da oben etc. pp. Und da kann man dann halt auch unserer Meinung nach oft besser ansetzen, dass man halt eben sagt, ja, stimmt ja auch, was du sagst. Und das ist ja auch berechtigt, eine Skepsis zu haben. Und klar, wir werden auch belogen und so weiter und so fort. Aber das dann sich halt genauer anzugucken und dann halt eben auch dabei zu helfen, dass die Leute halt nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen, sondern eben ein paar andere Gedankengänge bekommen und dass es gar keine großen Verschwörungen von den Eliten braucht, dass halt die Zustände, in denen wir leben, halt auch so schon beschissen genug sind und die halt zu verstehen lernen, das ist halt dann in solchen Gesprächen, denke ich, wichtig, da Anreize zu setzen. Ja, das finde ich eben einen ganz wichtigen Punkt, diese grundlegende Kritik an diesem Teil, was wir auch bei Höcke kritisiert haben, von verschwörungsideologischem Denken, dass die Leute meinen, dass jedes Phänomen, was eben im Kapitalismus produziert wird, grundsätzlich eine zielgerichtete Aktion von Eliten sein muss. Das finde ich ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich sehe halt auch die Problematik so. Ich habe auch schon gerade während der Corona-Pandemie auch mit Leuten diskutiert, die eben immer mehr in so eine verschwörungsideologische Richtung gegangen sind. Natürlich ist es ab einem bestimmten Punkt schwierig, wenn die Leute so gefestigt darin sind, dass das, was du sagst, sowieso von der finsteren Elite finanziert und im Endeffekt eingetrichtert wird und es eigentlich nur noch Debatte innerhalb von einem bestimmten abgesteckten Rahmen, innerhalb von deren Denksystemen gibt. Da, ja, klar, dann ist es schwierig, aber ich habe tatsächlich auch nicht das Gefühl gehabt von dem, was ich jetzt, und ich habe ja auch hier in Dortmund selbst dann mit AfD-Politikern selber diskutiert bei einer Diskussionsveranstaltung, also auch mal länger, irgendwie 45 Minuten oder so, Stunde und Uhr gestellt. Ja, keine Ahnung, irgendwie so in einem Rahmen. Und ich hatte das zumindest bei denen jetzt das Gefühl, das ist auch nur ein Ausschnitt und auch mit AfD-Wählern, mit denen ich darüber diskutiert habe, die jetzt einfach nur so leichte Sympathien dafür hegen oder die das als jetzt die bessere Alternative zu den anderen Parteien sehen, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so maßgeblich einfach nur von Fake News geprägt ist. Also natürlich, es gibt die Tendenz, da gibt es ja auch sicherlich jetzt, also eine habe ich mir auch mal
dazu angehört, aber es gibt ja zig sozialwissenschaftliche Studien jetzt zu eben, was jetzt AfD-Wähler für journalistische Medien konsumieren, was sie besonders oft teilen und so und mit den Telegram-Gruppen und diesem ganzen Scheiß. Aber dass die Leute auch ganz häufig über so einfach ihre Lebensrealität argumentieren, das, was sie auf der Straße sehen. Oder auch beispielsweise polizeiliche Statistik ist auch ein ganz wichtiges Ding, dass die Leute dann sagen, beispielsweise zu der ganzen Thematik Migration und Kriminalität, guck dir dann an, wie viele nicht-deutsche Tatverdächtige es da und da gibt und darüber dann argumentieren oder das Muster von organisierter Kriminalität in Deutschland und ethnischer Prägung durch diverse Migrantengruppen. Solche Geschichten, dass sie dann auch darüber argumentieren. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass die jetzt nur über Fake News oder Verschwörungsideologie argumentieren. Also ich glaube, da gibt es ein ziemlich breites Spektrum auch bei AfD-Wählern. Und da würde ich sagen, natürlich für Leute, die jetzt komplett in verschwörungsideologischem Denken drin sind und da dann auch wirklich so ein geschlossenes, gefestigtes Weltbild haben, da wird es schwierig, wenn die Leute einfach sagen, alles, was du sagst, ist Regierungspropaganda oder meinetwegen von diesen und diesen Eliten gesteuert. Klar, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, da gibt es so viele Leute, wo man das dann meint, weil die ein Versatzstück haben oder weil die mal dann irgendwie auf PI News oder irgendwas anderes verweisen. Aber ich glaube, da gibt es schon ein sehr weites Spektrum. Ja, Sadi, ich glaube sogar, dass es Eliten gibt, die sich in irgendwelchen Geheimbunkern treffen und versuchen, die Welt zu organisieren. Nur, was man dazu sagen muss, ist, dass es keine Elite auf der Welt gibt, die die gesamte Welt organisieren kann. Das ist einfach kein realistisches Szenario, weil es sehr, sehr unterschiedliche Eliten auf dieser Welt gibt, die gegeneinander in Konkurrenz stehen und unterschiedliche Interessen haben und die auch gegeneinander vorgehen am laufenden Band. So. Und diese Erzählung, dass halt eine Elite jetzt die gesamte Welt kontrollieren würde, ist halt völliger Schwachsinn. Aber dass jetzt halt das Geheimtreffen gibt, das ist halt das ist ja auch alles belegt. Also dass Geheimbünde und die versuchen auch die Politik zu kontrollieren und das halt zumindest teilweise auch in einigen Ländern schaffen und für eine Zeit lang dann wieder weniger, das ist ja alles belegt. Ne? Ja, Sadi, da wollte ich dir auch nichts in den Mund legen, was du nicht sagen wolltest, natürlich. Und meinte ja tatsächlich, wir haben halt eine Zunahme, speziell auf YouTube, von so rechten Trollen. Also speziell natürlich, weil wir uns jetzt gerade viel mit so AfD und der politischen Rechten auseinandersetzen, haben wir auch lange Zeit nicht so viel gemacht oder selten gemacht. Und da merken wir dann natürlich, dass auch eine Zunahme von einfach Rechten kommen, die sich über unsere Videos abfacken oder Massen auf Kontrolle runter spammen. Und ja, wir haben da so einen Umgang, das ist halt so, ich lösche schon einiges, weil halt du merkst dann halt manchmal, dass es einfach Bots sind. Da kommen dann halt von einem auf den anderen Moment einfach mal so 10 Kommentare oder so und dann löscht man natürlich halt 8 oder so davon, weil das sonst einfach so eine, ja, in den Kommentarspalten halt dann auch so eine Machtverschiebung da gibt. Und das ist ja auch ein Teil von deren Internetkonzept. Aber es gibt dann halt immer wieder so einzelne Kommentare, wo man auch merkt, okay, da steckt halt auch eine Person dahinter, die hat vielleicht eine interessante Herangehensweise, interessante Gedanken und halt auch viele falsche und komische Ansichten und dann kann man auch mal darauf eingehen und das diskutieren. Das ist, so eine Mischung macht es, finde ich, da an der Stelle. Und das ist auch immer schön, wenn ihr da uns unterstützt. Ist ja auch häufig so, dass wir dann, wir können halt auch Ich verwalte das im Prinzip größtenteils alleine, so unsere Kanäle mit YouTube und so. Und dann ist es halt einfach arschschwierig, auf alles zu reagieren. Und dann bleiben halt manchmal Sachen noch ein paar Stunden einfach unmoderiert stehen. Und dann ist es halt auch immer schön, wenn Leute darauf reagieren und selber die Diskussion aufnehmen. Das hat schon viele coole Sachen erzeugt, finde ich. Ja, das hat mich auch auf jeden Fall gefreut, als ich jetzt bei einmal dem Ausschnitt und der Folge selber in die Kommentare geschaut habe, dass die Leute das größtenteils selber gemacht haben. Das ist schön zu sehen. Ja, und ich würde auch sagen, dass teilweise ist es ja auch nicht nur für die Leute selber gut, sondern auch einfach, um eben einen Einspruch gegen das, was man da sagt, eben zu kommentieren. Beispielsweise fand ich das recht wichtig jetzt bei dem
bei der Ankündigung zu dem AfD-Video hatten wir auch einen Kommentar, wo ich ein bisschen ausführlicher drauf geantwortet habe, weil das ja auch was ist, was wir immer wieder eben auch als Rückmeldung von Rechten bekommen haben, warum wir uns eigentlich hinstellen und über Faschismus sprechen, wobei die NSDAP ja doch eigentlich eine linke Partei war. Ja. Das ist natürlich dann ganz gut, wenn man das dann mal an so einer Sache das dann einmal auch klärt und das ist wirklich so spürbar. Also es gibt ja immer dann so bestimmte Talking Points innerhalb von so Verschwörungskreisen und zum rechten Milieu, wo du halt merkst, okay, irgendwas ist da passiert, was man jetzt teilweise nicht ganz überblicken kann, weil es ja auch so viele Medien gibt und so viele Telegram-Kanäle und was weiß ich, wo dann halt so ein bestimmter Talking Point einfach so exorbitant steigt und du das halt an mehreren Stellen mal im Internet, mal offline so entgegenbekommst. Und das finde ich ist mit diesem, ja, Adolf Hitler war doch links, Punkt. Ich meine, das ist halt wirklich verrückt, aber das steht ist halt doch Sozialismus im Namen. Ja, ich habe das halt so echt lange nie gehört und jetzt habe ich das so innerhalb von relativ kurzer Zeit immer mal wieder so in Kommentaren oder halt in Gesprächen halt bekommen. Deswegen ist es ja auf jeden Fall auch mal wichtig, mal dann grundsätzlich drauf zu reagieren. Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, eine Theorie dazu, warum das auch zugenommen hat, ist auch einfach mit der Stärkung von rechtslibertären und rechtsliberalen Kreisen. Und für die ist ja einfach so Totalitarismus-Theorie total wichtig. Und also es passt, ist ja noch besser, ist ja sogar noch eine Stufe eigentlich über klassischer Totalitarismus-Theorie, wenn man sagt, wenn man nicht nur sagt, das ist alles irgendwie Extremismus oder Totalitarismus, sondern es ist auch noch so, dass die Nazis eigentlich links waren und dann irgendwie so sehr wagemutige Parallelen zur heutigen linken Bewegung versucht zu ziehen. Ja, genau, Nightmare, das passt da ganz gut rein, dieses dass die Antifa die eigentlichen Faschisten wären. Das ist genau die gleiche Ebene, wo dann halt das Ganze noch so probiert wird, so ein bisschen also theoretischer und historischer zu unterfüttern oder so. Hat doch auch mal irgendwie dieser eine Italiener gesagt, ne, wenn ich wiederkommen werde, und kann man immer irgendwelche Kommentare reinhauen. Und Sadi, ob es uns schon mal gelungen ist, jetzt wen auf die helle Seite zurückzuziehen, also im Sinne von, dass jetzt irgendwie ein Rechter oder so dann halt über Tage jetzt wirklich so die Seiten gewechselt hat, kann ich jetzt zumindest nicht so eins zu eins bestätigen, also dass wir jetzt irgendwie so die Rückmeldung bekommen haben, so hey, ich habe vorher, war halt vorher in der AfD und dann habe ich irgendwie euch entdeckt und jetzt bin ich irgendwie links oder so, sowas haben wir jetzt tatsächlich noch nicht in der Form bekommen. Also es kann halt sein, ne? Manchmal, man kriegt solche Sachen ja auch nicht unbedingt direkt mit. Es wird es sicherlich in einem ganz, ganz kleinen Umfang auch gegeben haben, dass Leute, die so auch teilweise in so leicht rechten Bubbles unterwegs waren oder so, dass sie dann auch, dass sie dann dadurch durch unser Projekt so ein bisschen weggelenkt wurden, weil wir haben ja, wo wir viel Rückmeldungen haben, ist ja schon auch in nicht rechten Kreisen, also Leute, die halt vorher nicht politisch unterwegs waren, da bekommen wir ja recht viele Rückmeldungen immer wieder, dass Leute über uns dann zum Anarchismus oder zu politischen Linken generell kommen und das ist natürlich sehr schön. Ja, ich glaube, da gab es das auch vereinzelt, da kann ich mich zumindest dran erinnern, dass die Leute mal gesagt haben, dass sie vor einfach konservative Ansichten hatten oder eine einfach so vage Liberale. Aber ja, Sadi, das denke ich auch. Also das ist auch was, worüber ich mich sehr freuen würde, wenn das mal passiert. Aber ich glaube auch, dass ich möchte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie der Hauptgrund dafür ist, dass wäre auch eine steile These, aber ich glaube auch, dass es einfach eine gewisse Scham gibt, ne? Zu sagen, wenn man jetzt wirklich, also gut, vielleicht irgendwie, ich bin AfD-Wähler oder so, noch geht noch einigermaßen, aber ich habe mich in der AfD engagiert oder alles darüber hinaus, da gibt es ja auch einfach eine sehr, sehr große Scham für viele Leute, das überhaupt zuzugeben, gerade wenn man eben einsieht, ja, dass die Sachen vielleicht jetzt nicht so gestimmt haben. Und deswegen kann ich das auch verstehen. Ich meine, für mich war es beispielsweise auch, ne, als ich hatte ja auch eine Phase, das habe ich auch immer wieder gesagt, dass für mich Verschwörungstheorien sehr wichtig waren und ich eigentlich so auch gerade mit, dass ich damals irgendwie Jugendwiderstand gut fand und eigentlich in alle möglichen
Antideutsch warst du auch. Antideutscher war ich auch. Wir wissen alle, dass rechts, du rechts, viele, viele Tiefen in deinem Leben hat. Und da eigentlich dann sowohl in linke, rechte Ideenwelten dann reingegangen bin. Und dass das für viele Leute natürlich auch einfach recht unangenehm ist, mhm, darüber zu sprechen. Ja. Weil es gibt ja auch in Teilen, ne? Also es gibt ja auch, wenn du Leuten irgendwie sagst, keine Ahnung, ich fand früher in der Entstehungsphase den Jugendwiderstand toll oder so, dann hast du erstmal einen Stempel drauf und dann gucken die Leute ganz genau drauf, was du sagst. Mhm. Aber ich meine, jetzt bei dem Projekt ist es mir inzwischen einfach scheißegal. Ja, gut. Ich glaube, wir haben eh, was Kontroverse geht. Angreifbar haben wir uns alles genug gemacht. Ja. Ja, Fosco, du hast noch gefragt, was die AfD-Leute damals gesagt haben dazu, dass ich Anarchist bin. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass das so gewesen war, dass das nach dieser Podiumsdiskussion in Dortmund gewesen ist und danach bin ich dann eben zum Buffet gegangen. Hat man noch, die hatten so kleine Mini-Burger mit so einer Frikadelle drauf und davon habe ich mir dann eben ein, zwei und so ein bisschen Kartoffelsalat genommen. Da war halt so ein älterer AfDler, der meinte dazu, hoffentlich erstickst und verreckst du dran. Ich halt gesagt, ja. Klassischer Gesprächsherr. Dann habe ich halt mit ihm angefangen zu diskutieren und dann hat sich halt so dieser führende Kopf dazu eingeschaltet und dann war noch so eine jüngere AfD-Politikerin da, die Albanerin war. Und die mit den dreien habe ich dann eben darüber diskutiert und der ältere Mann, der fand das irgendwie alles nicht so toll, was ich, also fand, hatte auch irgendwie keinen Bock mehr und hat dann eher mit Schreien und ja, negativen Bemerkungen darauf reagiert und mit den anderen beiden konnte ich dann halt besser diskutieren und ja, ich habe halt versucht, so ein bisschen dann eben einmal aufzuzeigen, dass deren ganzes Konzept von Identitätserhaltung und Marktwirtschaft nicht so gut funktioniert mit eben notwendiger Zerstörung von Kultur und Identität. Und gleichzeitig eben deren ganze Migrationsfeindlichkeit nicht einfach nur absolute Qual für so viele Leute bedeutet, sondern einfach auch aus ihrem Wunsch der Beibehaltung von Marktwirtschaft, egal was sie sich dann da reinschreiben von, ja, wir wollen auch, dass westlicher Imperialismus irgendwie abgemildert wird, dass das einfach nicht so funktioniert, wie die sich das vorstellen. Und ja, ich habe dann eben bewusst viele von den klassischen Talking Points ausgelassen und das fanden sie dann halt erfrischend, ne? Aber am Ende sind wir auch auseinandergegangen, dass wir wahrscheinlich den Abend nicht mehr einer Meinung werden und politische Feinde bleiben. Dann kam es dann auch erst zum Ende zu, dass dann gefragt haben, ja, was stellst du dir eigentlich vor? Und dann meine ich halt ja hier freiheitlichen Sozialismus mit dem Übergang dann irgendwann in eine wirklich kommunistische Gesellschaft. Und dann waren sie halt so, oh ja, nee, das finden wir halt nicht so gut, aber ist immerhin sympathisch, dass du mal ein paar erfrischende Punkte reinbringst. Aber sie haben dann auch noch, glaube ich, so wenn ich mich recht erinnere, denen noch einige Schnittchen angeboten. Genau, weil ich ja gesagt habe, dass, mhm, dass ich die Veranstaltung und die Diskussion scheiße fand, und auch was die gesagt. Jetzt nicht, hab halt gesagt, dass ich dem nicht viel abgewinnen kann, aber dass ich auf jeden Fall diese Burger mit der Frikadelle und den Kartoffelsalat recht gut fand. Und dann war der Typ halt sehr überzeugt, fand, dass ich gut argumentiert habe und meinte dann, hier komm, ich pack dir noch ein paar Teller mit diesen kleinen Mini-Burger voll. Habe ich dann mitgenommen und meinte, dann bringe ich die jetzt ins anarchistische Zentrum, aber da sind die meisten Leute halt vegan im Gegensatz zu mir, also. Also bringe ich sie lieber nach Hause, oder? Eher noch. Ja, ich glaube, ich hatte die tatsächlich dann auch mit zu uns gebracht. Und das, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit diesen Papptellern dann nach Hause kam. Ja, genau, egal, Hauptsache Schnittchen, das war immer mein Anspruch bei politischen Veranstaltungen. Das ist eine gute Geschichte. Eigentlich hätte die echt in die Folge noch irgendwie reingehört. Ja, das stimmt. Ey, komm, die Folge war schon lang genug. Ich weiß nicht, Fosco. Das sind ja dann,
Also, ich glaube, bei der Veranstaltung, es kommt ja auch auf die Veranstaltung an, das waren dann halt auch, soweit ich mich entsinne, klar, da waren auch, glaube ich, ein paar Nazis dabei von den Dorsfelder, die sind dann aber, glaube ich, auch weg gewesen oder so, ne? Und dann diese Muss ich noch AfD-Leute. deren Kamera mit der Jacke verdecken? Ja, Gibt's genau. aber Videoschnipseln, gibt's gar nicht Ja, mehr. das stimmt, da gab es auch so ein Ey, weg witziges. von der Kamera! Kollege, wenn du noch näher kommst, dann rufe ich die Polizei. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall waren das dann ja von den AfD-Leuten selbst halt eben überwiegend so ältere Leute und also was soll da halt passieren so, ne? Die sind ja jetzt auch nicht die, die irgendwie sich mit dir prügeln wollen oder so. Ja. Also, ne, das hätte mich doch sehr gewundert. Ja, Negativland, ein Diagramm von allen deutschen linken Gruppierungen und seinen Spaltungen. Also, nee. Also, es ist, glaube ich, so, dass selbst für die einzelnen politischen Spektren, weder für einen Trotzkismus noch für einen Maoismus oder so, kenne ich das nicht. Man kann es halt mal suchen, ne? Und ich weiß, dass es das für andere Länder gibt. Also beispielsweise hatte ich mal eine ganz gute Aufdröselung von kommunistischen Gruppierungen in der Türkei mit ihren Abspaltungen aus so einer Das war ein sehr Untersuchung. großes Diagramm, denke Ein ich. sehr großes Diagramm. Aber ob es das für Deutschland gibt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht mal nachgeschaut. Kannst du nachsuchen, aber ich bin mir recht sicher, dass es das auf jeden Fall in der Komplexität und Fülle, wie du dir das vorstellst, nicht geben wird. Und wie gesagt, wie es auch schon geschrieben wird, das wäre ein sehr großes Diagramm. So, soll ich noch eins vorlesen von Bernd? Ja. Gut, dann kommt jetzt der dritte Punkt von Bernd, apropos realistisch. Ob eine Forderung zum Beispiel zum Dexit, also dem Austritt Deutschlands aus der EU und so weiter, realistisch ist oder nicht, ist keine Kritik. Mit Gewalt lässt sich schon viel lösen. Ihr hättet an den Stellen, wo ihr einen mangelnden Realismus entdeckt habt, die AfD mal ernst nehmen können und sagen, dass es offenbar ist, welchen Anspruch die AfD hat, wenn sie unrealistische Forderungen ins Programm schreibt. Bernd ist die Person, die uns bei Discord diese Kritikpunkte geschrieben hat, möchte nicht genannt werden. Weiter genannt werden. Scheut sich hier klar aufzutreten im Übertage-Podcast. Ja, Bernd, doch ist es Ja, das nicht. Band schon klar. Ich habe auch echt bewusst, ne, auch in dem ganzen Part mit Björn Höcke diesen Witz manövriert. Aber mir hat er gesagt, dass ich den einmal machen soll. Deswegen habe ich den im Podcast dann Ich habe einmal dir gar gemacht. nicht gesagt, dass du ihn einmal. Du hast darauf, du hast das damit abgeschlossen, du hast das bewusst gemacht, Du weil hast mir du bist gesagt, halt wir einfach so müssen ein das einmal großer. machen und ich soll das Nein, machen. das Na habe ich nie klar. gesagt. Ja, aber sicher. Du bist einfach nur großer Heute-Show- und Ja, Extra-3-Fan. am Arsch. Ich habe den nicht gemacht, so. Der, er hat mich dazu gezwungen, das zu machen. Willst du jetzt auf die Kritik eingehen? Dass der Dexit mit Gewalt. Ja, das stimmt erstmal, dass mit Gewalt viel zu machen ist. Und ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, worauf das hinaus will mit dem, ja, wenn die das da reinschreiben und wenn wir eben sagen, dass das unrealistisch ist, was die damit eigentlich sich vorstellen. Also was wir ja auch versucht haben rauszuarbeiten, ist mit diesen Punkten, die wir jetzt da als unrealistisch dann auch gekennzeichnet haben, also beispielsweise Dexit, aber beispielsweise auch eben diese unterschiedlichen Remigrationsvorstellungen innerhalb von der AfD. Für mich spricht das ehrlich gesagt, wie wir ja auch da gesagt haben, für eben so ein einfach national-revolutionäres Verständnis und eben auch eine, ja, was für mich dann auch so ein bisschen eben dann den rechtsradikalen faschistischen Flügel innerhalb der AfD ausmacht. Und da finde ich, passt das dann auch, dass man dann sagt, ja, natürlich mit Gewalt ist eine ganze Menge möglich. Ja, genau, Fosco. Auf dem Discord-Server, das haben wir so bei uns so, so gemacht. Das ist ja so ein bisschen exclusive ist.
Ja, ich habe da auch nicht mehr viel, nichts mehr zu ergänzen zu dem, was du gesagt hast, zu Bernds Kritik. Gehen wir vielleicht direkt drüber einfach zum vierten. Ja. Können wir es ja jetzt auch einmal durchnehmen. Ja, das ist auch ein kürzerer Punkt wieder. Viertens, das ist sowieso eine Schwäche in der Analyse des Programms der AfD generell, dass sie da keine Begriffe von bildet, was die AfD nun ist. Man weiß, okay, da sind unrealistische Forderungen, manche Sachen sind nicht, wie ihr sie seht, manche wie die bei den anderen Parteien, aber was ist es denn, das, was diese Partei nun als Besonderheit ausmacht? Also das ist ein Punkt, den kann ich so ein bisschen nachvollziehen, auch wieder bis zum gewissen Grad. Also ich denke, es wäre, denke ich, schon gut gewesen, in der Folge nochmal so eine Art Zusammenfassung zu machen. Also nochmal so eine Besonderheit der AfD auszuarbeiten. Das ist, denke ich, nicht passiert. Ich glaube, wenn man sich die gesamte Folge anhört, dann kann man sich das selber erschließen. Was aber auch tatsächlich so ein bisschen gefehlt hat in der Folge, und das liegt vielleicht daran, dass wir so oft darüber an unterschiedlicher Stelle geredet haben, ist, dass die AfD einfach primär gerade aus unserer Sicht auch eine Gegenbewegung gegen diesen liberalen Nationalismus ist und so der größte Gegenspieler in dieser Hinsicht. Das haben wir nicht explizit betont in der Folge. Und das finde ich halt auch schon einen Wesens, oder vielleicht haben wir es auch, ich weiß es nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass es einmal angesprochen hast. Okay. Aber auf jeden Fall, das ist halt schon ein wichtiger Punkt, den man auch nochmal herausheben können, um das Verständnis zur AfD zu erweitern. Aber das jetzt halt so kategorisch zu sagen, dass uns das gar nicht gelungen ist oder dass wir das nicht gemacht haben, das ist ja eine sehr grundlegende Kritik. Das würde ja sagen, dass wir eigentlich gar nichts zu der AfD gesagt haben. Und das ist halt einfach dann dementsprechend auch nicht wahr. Aber man hätte das eben nochmal so runterbrechen können und nochmal klar darstellen können am Ende oder so. Ja, also wie gesagt, ich finde halt, neben den expliziten Punkten, die wir angesprochen haben, wie die AfD sich eben in diesen Einzelfragen positioniert, würde ich halt vielleicht, lass mich mal kurz überlegen, zusammenfassend sagen, dass das, was die AfD anbietet, ist eben für diese ganzen unterschiedlichen Milieus, die sich jetzt in diesen Krisenfragen nicht angesprochen fühlen, plus eben Leuten mit einem grundsätzlich nicht an der Staatsbürgerschaft ausgemachten Volksverständnis eine politische Vision zu bieten und da eben eine parlamentarische Heimat, die nicht in einer konkret antiparlamentarischen faschistischen Bewegung ist, und eben gleichzeitig noch Heimat für eben einen explizit faschistischen Flügel, der auch in dem, was er sich danach wünscht, eben eigentlich einen sehr, sehr begrenzten Parlamentarismus. So, das sind eben die zwei Sachen, die ich da ausmachen würde. Ja. Zusammengefasst. Aber deswegen, ich glaube, das hätte der Folge gut getan. Ich finde es keine so große Sache. Es ist, wie gesagt, eine deutlich höhere Kritik als in der Formulierung, als es aus meiner Sicht dann eigentlich der Fall ist, weil man das ja schon rauslesen kann. Aber so eine grundsätzliche Zusammenfassung und Definition hätte der Folge nicht geschadet, so als Annahme von Teilaspekten, von dem, was du da geschrieben hast, lieber Bernd. Ja, wie gesagt, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass, was wir ja auch gesehen haben, dass es immer noch diese Diversität in der AfD einfach selber gibt. Und wie gesagt, es gibt ja sogar auch noch Leute, die eben die einfach ein anderes Verständnis von Staatsbürgerschaft und darüber einen abgeleiteten Volksbegriff haben. Also die tatsächlich sagen, brauchen einfach Updates in dem, wie wir Staatsbürgerschaft verstehen, plus halt eine extrem restriktive Migrationspolitik. Das ist eigentlich was man auch so in der CDU finden könnte. Es stimmt schon, dass eben das, was die AfD grundsätzlich von den anderen Parteien unterscheidet, ist eben so ein biologisch-kulturelles Volksverständnis in Teilen von der eigenen Partei, plus halt eben
diese nationalrevolutionäre Einstellung oder generell dieses rechtspopulistische Moment von eben Volk gegen Elite. Ja, ich finde, meinte ich, ist auch noch ein guter Punkt, dass man die AfD als auch so eine Form von Fundamentalopposition bezeichnen kann. Das haben wir ja auch sehr herausgestellt in der Folge, dass es der AfD, dass man manchmal gar nicht unterscheiden kann, ist das jetzt deren reale Opposition oder wie breit wird deren Position überhaupt in der Partei getragen und wie viel machen sie einfach nur, weil sie das Gegenteil von dem machen, was halt die Regierung macht. So. Also da ist die AfD ja wirklich besonders krass. Und haben wir auch zum Beispiel in der Corona-Sache recht gut sehen können, dass sie da zuerst eine andere Politik vertreten und dann irgendwie gemerkt hat, oh wow, da kann man dann doch irgendwie Wähler mit abgreifen, indem man da sich in eine Fundamentalopposition stellt, dann haben sie es halt doch gemacht. Und ich denke, das wäre auch noch eine zusätzliche Charakterisierung, die gut passt. Ja, und hier negativ Land und Zeit, ich bitte euch, hier fremdenfeindliche Klischees gegen Deutsche in Spanien zu unterlassen, vor allem gegenüber deutschen Rentnern. Also ich war zweimal auch am Ballermann und ich kann nur sagen, die Leute haben sich bestens benommen. Vor allem ich. Ja, grüß dich vegan und stabil. Ja, Sadi, Parteizeitung Bild. Also ich meine, zu einem gewissen Grad stimmt das auf jeden Fall, aber ich würde nicht sagen, dass die Bild an sich jetzt wirklich Partei für die AfD ergreift. Also das sieht man ja auch, die Bild ist ja auch mit ihrer Vernetzung zum Parlamentarismus schon auch immer noch deutlich stärker in ihrer Mission an eben die regulären konservativen, oder ja, die konservative Partei CDU gebunden. Mhm. Und ich glaube, es gibt ja auch noch Sympathien eben zur FDP. Was man sagen kann, ist natürlich, dass der Geist, den so ein bisschen die Bild ausmacht, mit dem, wie sie sich eben über den Parlamentarismus empört und auch mit dieser Bezugnahme auf das Volk und die Stimme des Volkes und wir sprechen das aus, was sie nicht sagen. Und ich glaube, die Bild hat ja auch diese ganzen Kooperationen mit diversen Marken gemacht, dass es dann die Volkszahnbürste gab, die Volkspizza, das war irgendwie so eine Dr. Oetker-Pizza oder so, die es dann zu einem vergünstigten Preis in der Kooperation mit Bild gab. Also diese Sprache, die sie verwendet, ist natürlich absolut populistisch und damit macht es Sinn, dass sie ein Medium ist, was von AfDlern sehr gerne konsumiert wird und was auch so ein bisschen diesen Geist beschwört. Aber in ihrer Bindung ist sie, glaube ich, schon noch deutlich stärker an CDU und FDP drin, auch wegen den Verbandlungen, die es da gibt. Ja. Nightmare fragt sich, welche Rolle die AfD bei der Idee der konservativen Revolution spielt, also nutzt die neue Rechte die AfD nicht für Realpolitik, sondern eher als Medium ihrer Metapolitik. Da ist wieder die Metapolitik. Ja, die neue Rechte auf jeden Fall. Also die neue Rechte auf jeden Fall, das ist ja auch so ein bisschen, also das ist ja auch das, was wir jetzt bei Höcke so herausgearbeitet haben, wo ich jetzt auch einen größeren Teil der neuen Rechten dann sehen würde. Ich glaube, es gibt noch sicherlich ein paar Teile der neuen Rechten, die nicht so radikal und nicht so grundsätzlich faschistisch sind wie die wie Höcke, aber in der Regel sind die ja schon eher in diese Richtung veranlagt. Und für die ist ja, das haben wir anhand von Höcke herausgestellt, der Kampf in den Parlamenten mit der AfD ein Element von mehreren. Also, und für die ist ja auch der Kampf der AfD, dass sie halt eine Protestpartei ist, also wirklich sich an die Spitze dann von Protestbewegungen stellt und dort halt eben, dass die Politiker der AfD da sprechen und so weiter und so fort. Dass die AfD also auch auf der Straße stattfindet, ja, für die, das ist halt eine ganz wichtige Angelegenheit für die AfD und von daher passt das auf jeden Fall. Ich glaube, Joshua geht mal pinkeln. Von daher kann man das ganz klar so sagen. Nightmare, wie du das sagst. Ja, also hier der Discord-Server, der Link, der gerade reingestellt wurde, das ist für anarchismus.de.
Das ist auch ein echt großer Discord-Server. Mittlerweile, ich glaube, fast 450 Leute sind da drauf. Ist echt stark gewachsen, dürfte also vom organisierten Anarchismus sowieso das größte Forum sein, was es so gibt. Also können alle joinen. Und da ist immer ein cooler Austausch, kann man auch gut Leute finden, um sich zu organisieren und so weiter. Könnt ihr gerne dazukommen. Ja, aber nennt mir den Punkt mit der Rolle der AfD für die Neurechte, den haben wir auch wirklich echt ausführlich eigentlich im Podcast behandelt. Wir haben, was vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, also wir haben das halt vor allen Dingen aus der Sicht von Höcke behandelt, ne? Was ein bisschen gefehlt hat, es gibt ja noch ganz andere Kreise, die da auf die AfD Einfluss nehmen, speziell mit der identitären Bewegung und so, den ganzen Leuten und den nahestehenden Thinktanks und so, Oschnellroda und so was. Die haben natürlich auch ihre eigene Agenda innerhalb der AfD und aber ich denke, die sind auch der Höcke-Agenda sehr nah. Ja, ich denke, dann werden wir jetzt auf jeden Fall gleich uns noch den fünften Kritikpunkt von Bernd einverleiben, wenn der Joscha wieder da ist. Und der geht tatsächlich auch um den Höcke-Teil, also ist sehr anschlussfähig. Ja, Joscha, ich trage jetzt mal eben noch den fünften Punkt vor. Der passt auch gerade ganz gut, weil wir gerade eh so über Neurechte und Höcke und so nochmal gesprochen haben. Also Bernd schreibt in seinem fünften Punkt, stark war der Höcke-Teil. Und wenn ihr weitere immanente Widersprüche aufgetan habt. Beim Höcke zum Beispiel sein Volksbegriff. Auch hier fehlt zwar wieder der Grund seiner Konzeption. Für ihn ist eine Volksbenutzung eben nur reinrassig machbar, was ein Fehler ist, weil aus einer Tatsache wie Hautfarbe kein Willensinhalt wie Loyalität zum Staat folgt. Es geht dem Höcke wie den Demokraten um die Benutzung des Volkes für das staatliche Programm. Aber durch die Aufdeckung der Widersprüche kann man zumindest mal aufzeigen, was ideologisch an dem rechten Denken ist und warum es halt falsch ist. Dann kann man sich der konkreten Bestimmung widmen. Ja, stimme ich zu. Das stimmt, da hätte man noch mal, das hätte man auch noch mal so explizit sagen können, dass im Endeffekt jetzt war auch ein bisschen sehr komplex formuliert, sorry. Ja, also im Endeffekt der Punkt, der von Bernd da gemacht wurde, ist, dass der Höcke-Part deswegen gut war, weil wir eben diese inhärenten Widersprüche von dem Denken von Höcke aufgezeigt haben. Und warum eben, ja, das, was der da von sich gibt, gerade auch, denke ich mal, jetzt in Bezug auf seinen Antikapitalismus und seine Zielgerichtetheit von bestimmten Sachen, wie beispielsweise der Migration, die er dann da eben den Eliten unterstellt und nicht als Phänomen von Kapitalismus wahrnimmt, dass das eben richtig war, dass wir aber nicht so explizit gesagt haben, dass eben im Endeffekt Höcke in seinem Volksverständnis sich da mit eigentlich allen anderen liberalen Kräften beispielsweise deckt, dass er einfach auch das Volk in Anspruch nimmt für staatliche Zwecke. Mhm. Dass das im Kern eigentlich dann, und ja, das stimmt, da ist es dann eigentlich egal, ob es jetzt die völkische oder die staatsbürgerschaftliche Volksdefinition ist. Im Endeffekt kommt es dann beim Volk, das stimmt schon, aufs Gleiche hinaus von dem, was dann damit gemacht werden soll.
Er meinte die AfD. Ich meine, dass das zur Europawahl auch das aktuellste Wahlprogramm war, was online war. Ich meine, das ist zur, wann war die Bundestagswahl? 21, glaube ich. Ich meine, dass 25 die nächste Bundestagswahl ist, wenn ich mich nicht irre. Boah, nicht schon wieder, ey. Ich meine, das war auch das, was ich mir noch mal, was ich dann mir noch angeschaut habe. Und ja, ich glaube, Europawahl war das aktuellste Wahlprogramm. Aber nagel mich da jetzt nicht fest. Genau, 21 Bundestagswahl, ja. Genau, und 25 ist dann, und dieses Jahr haben wir dann Europawahl. Die Europawahl und die in drei Osten. Landtagswahlen. Im Osten. Genau. Ja. Was ja auch nochmal eine sehr spezielle Frage ist, weil speziell in den ostdeutschen Landtagen die AfD ja sehr, sehr stark aktuell ist. Und das wird dann tatsächlich sehr spannend werden und auch ja, eine sehr aufreibende Situation, speziell für unsere ostdeutschen Genossinnen, denke ich, wo man sich auch darauf vorbereiten muss ein Stück weit. Also wir haben ja auch in der Folge selber gesagt und auch jetzt in der Reaktion auf die Kritik, die jetzt von Bernd kam, okay, es ist halt für uns jetzt auch nicht egal, was für eine Partei jetzt da ist, und es gibt halt einen Spielraum für auch entsprechend gewählte Parteien, und auch die AfD wird halt faktisch zu einer Verschlechterung und noch einer weiteren Verelendung der Massen anheizen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jetzt halt in Ostdeutschland der Faschismus ausbricht, wenn dort die AfD gewählt wird, aber es wird halt, denke ich, schon dazu kommen, dass es eine härtere Gangart gegen ja, migrantische Menschen, auch gegen die Linke gibt, vielleicht auch einen Entzug von Förderungen, die es halt aktuell dann halt zum Beispiel für ostdeutsche Projekte noch gibt oder solche Geschichten. Und da muss man natürlich ganz genau hingucken und unsere Genossinnen dort auch unterstützen, zusammen kämpfen. Und das ist für uns auch eben immer wichtig zu sagen, die AfD an der Macht, egal auch, ob jetzt in Landtagen oder auf einer höheren Ebene, ist halt kein Weltuntergangsszenario. Also man weiß es nie, ne? Es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit auf solche Sachen, aber das haben wir auch schon häufig gesagt, ne? Die AfD ist halt keine NSDAP, mit ihr nicht gleichzusetzen, und egal wie beschissen es auch kommen wird und sein wird, das wird es auf jeden Fall. Es ist eine neue Kampfsituation, die wir uns stellen müssen und die wir angehen müssen, und in der es auch Chancen für uns gibt, die wir ergreifen sollten. Ja, ganz stabil. Das ist natürlich dann lächerlich, dieses Ding so, ja, die entzaubern sich. Das gibt es ja auch gerade im bürgerlichen Diskurs dann, dieses so, ja, es ist gut, die sollen jetzt endlich mal regieren, die sollen jetzt endlich mal so an die Macht, und dann werden die halt so entzaubert und dann werden die wieder zurückgestumpft aus irgendwie 10% oder so. Das erinnert halt mich so ein bisschen an diese Diskussion von damals. Klar kann man das jetzt auch wieder nicht vergleichen, aber so dieses so, wo dann Hitler in die Macht gekommen ist und dann auch die Demokraten halt gesagt haben so, ja, der ist jetzt ja hier mit uns in einer Koalition und der ist irgendwie, und den kriegen wir schon wieder so beruhigt, halt, der hat halt immer so ein bisschen wild geredet, der Hitler, aber jetzt, wenn der jetzt hier mit einmal regiert und so, dann wird er sich schon wieder beruhigen und so ein bisschen gemäßigter einfinden und so. Das ist schon von der Struktur her eine ähnliche Diskussion und ist natürlich falsch. Ja, hoffen wir mal, dass sie sich selbst melonisieren. Ja, also ich bin auch vor allem gespannt, was für einen Einfluss so eine AfD-Landtagsregierung auf die rechten sozialen Bewegungen vor Ort dann haben wird. Das finde ich ist halt auch eine. Also, das ist was, wo ich echt wirklich sehr gespannt bin, weil dann fehlt es ja, wenn Höcke beispielsweise, also wenn in Thüringen die AfD beispielsweise wirklich mal an die Macht kommen wird, dann wäre das ja auch nochmal was anderes. Ich meine, Höcke läuft ja immer noch auf den ganzen rechten Demonstrationsveranstaltungen rum, hält da seine Reden und so. Also wie das dann wird, wenn dann ein Landtagsministerpräsident eben auf solchen Veranstaltungen ist, was das auch nochmal für eine Legitimität geben kann und ja, was das dann auch noch mal für eine Änderung des Klimas auch mit allen möglichen rechten Gruppierungen vor Ort dann bedeuten könnte. Und
zu dieser ganzen Entzauberungsgeschichte. Ich glaube, die Sache ist auch echt nochmal die Leute, die das gerade bei Landtagswahlen sagen und Landtagsregierung. Das finde ich halt auch nochmal besonders witzig, weil da wird die AfD dann eben besonders sagen können, weil eben natürlich Landespolitik nochmal eingeschränkt ist, einfach durch Bundespolitik und einfach auch beispielsweise ganz grundlegende Fragen nicht ändern kann. Also ich meine, Thüringen ist ja jetzt sowieso ein Binnenbundesland, also könnte auch noch nicht mal irgendwie jetzt so Grenzpolitik selber irgendwie ein bisschen bewerkstelligen. Das heißt, gerade in Migrationsfragen oder so ist einfach abhängig von der Bundespolitik. Natürlich kann man dann auch vor Ort auch ein bisschen was ändern, aber es lässt sich ja immer dann am Ende des Tages sagen, dass solange man nicht den Bundestag erobert hat und das ist ja auch genau das Narrativ, was die haben, solange wir im Endeffekt keine, oder das, was Höcke sagt, im Endeffekt keine absolute Regierung haben, mit der wir komplett durchregieren können und wir immer irgendwelche Koalitionspartner haben oder andere Kräfte im Land, durch die wir uns beschränken müssen, ist der Kampf nicht abgeschlossen. Das ist halt ein Narrativ, das zieht einfach. Hast du das auf dem Schirm, was Sadi fragt, welche rechtsradikalen Parteien in Europa sonst noch mit der AfD verbunden sind? Nach dieser Aufdeckung von dem Geheimtreffen? Also ich weiß jetzt auch zum Beispiel nicht, ob der Front National sich jetzt komplett von der AfD distanziert hat, das glaube ich auch nicht. Es gab jetzt halt ja nur diese, also natürlich wurde das jetzt, also es wurde halt kritisiert von... Heißt jetzt Rassemblement National? Das kann sein. Marine Le Pen hat sich natürlich jetzt von diesem, oder nicht natürlich, sondern hat sich von diesem Geheimtreffen halt distanziert und hat das halt kritisiert und so. Aber ganz aktuell ist ja auch, dass sich jetzt, glaube ich, gerade Marie Le Pen und Alice Weidel zusammentreffen und irgendwie austauschen. Und es gibt ja auch Medienberichte, die jetzt davon sprechen oder auch Äußerungen von einzelnen Seiten, dass halt so ein Machtkampf jetzt auch zwischen Höcke und Weidel so ein bisschen gerade losbricht. Ist auch jetzt generell spannend also denke ich auch jetzt nicht unbedingt, aber es ist auch auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, was jetzt auch gerade so passiert. Da ist ja schon einiges an Bewegung drin, weil die AfD hat ja auch einige Prozentpunkte in Umfrage verloren und so mit diesen ganzen großen Mobilisierungen. Gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, ich bin gerade auch am Überlegen mit Europapolitik. Also ich weiß, dass beispielsweise in der ID-Fraktion, wo die drin sind, da sind ja beispielsweise auch die Fratelli gar nicht drin, sondern da ist dann Lega als Partei beispielsweise drin, wo es aber auch Kritik dran gibt, eben, dass die einen ähnlichen Kurs wie Giorgia Meloni so langsam einnehmen. Aber ich habe da ehrlich gesagt jetzt nicht mit im Einzelnen mitbekommen, wie die einzelnen Parteien sich dazu verhalten. Und wenn, würde ich dem auch, also wie gesagt, natürlich gibt es Unterschiede zu einzelnen Parteien, gerade in dieser Frage von eben Staatsbürgerschaft oder völkische Definition. Aber ich würde ehrlich gesagt unterstellen, dass das auch ganz viel einfach nur so realpolitisches Abgrenzen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Parteien, die dann da eben für einen Rauswurf aus der ID-Fraktion plädieren, nicht mindestens genau irgendwo auch so ein Geheimtreffen gehabt haben oder gute Teile ihrer Partei, die ähnlich auch völkischen Volksdefinitionen anhängen und Leute abschieben wollen, selbst wenn sie schon eine Staatsbürgerschaft haben. Also würde mich sehr wundern, ne? Ja, danke dir, Mario, für die Korrektur. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bewegen uns auf die letzte Runde zu. Oder zumindest auf jeden Fall schon mal geöffnet, also dass wir jetzt auch über andere Themen sprechen als über die AfD. Also gerne weiter noch ein paar Fragen und Punkte zur AfD, aber auch für andere Themen. Wir haben auch zwischendurch schon ein bisschen was anderes behandelt, aber könnt ihr gerne jetzt alles reinschreiben, was ihr wollt und Fragen und Punkte, worüber ihr sprechen möchtet noch. Und ja, dann quatschen wir nochmal darüber. Hieß der nicht sogar Jean-Marie Le Pen? Boah, eigentlich zumindest. Finde ich aber auch irgendwie immer so ein wildes Ding, dass das auch bei einigen Rechten als Männername so mit dem Marie, Maria etabliert ist. Ja, das war ja, glaube ich, auch so ein
Also das, was ich ja auch mal gehört habe, was dann eben diesen Generationenwechsel ausgemacht hat in eben der französischen Rechten von Papa zu Tochter, dass dann, also der, ich meine, dass der Jean hieß, Jean-Marie Le Pen, dass... Das ist so vollkommen irrelevant. Hey, ich weiß, ich bin, weißt du, manchmal hat man ja sowas, dass man dann davon überzeugt ist, ne? Dass bei ihm ja, glaube ich, auch noch Antisemitismus einfach eine größere Rolle gespielt hat. Und generell eben so ein, ja, klassischer Rechtsradikalismus und die Marine das dann auch einfach wieder massentauglicher gemacht hat, weil sich natürlich auch einfach viele, das ist ja dieser klassische Weg, den man sieht, ne, dass sich dann viele einfach auch über die Gangart und dieses Rumstenkernde und Provozierende dann echauffiert haben. Ja, Sadi, tatsächlich ist Marian in echt vielen Ländern ein Frauenname oder auch ein Frauenname, also fast geschlechtneutral. Nicht ganz, aber wird dann von beiden. Woher kommt der eigentlich? Also was ist das auch von Maria? Also der Name, oder? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Also es hat, glaube ich, mehrere Bezugspunkte, so regionale, wo das herkommt. Aber wo jetzt speziell meine herkommt, keine Ahnung. Aber ich esse jetzt eine Blaubeere. Wir hatten ja in dem letzten Stream, den wir zusammen gemacht haben, hatten wir ja schon auch ein Essensspezial mit diesem wundervollen Muffin oder nee, das war kein Muffin, sondern ja, was auch immer, auf jeden Fall. Eine Blaubeere ist doch jetzt das Perfekte, was man jetzt essen kann zu der heutigen Folge. Ich mach so ein bisschen Blaubeeren ASMR kurz für euch. So eine ganz okay Blaubeere. Eure Meinung zu Blaubeeren? Sadi, eine 4 von wie viel? Also eine 4 von 10 oder? 6 von 10. Ja, das finde ich schon hart. Ich finde, wenn Blaubeeren richtig gut sind, das ist eine hohe Variation, ne? Also Blaubeere ist echt immer so eine Sache. Manchmal sind die übel geil, manchmal so. Jetzt mal so eine botanische Frage. Ich glaube, bei uns sind das ja eigentlich Heidelbeeren, oder? Sind Heidelbeeren einfach nur Blaubeeren oder gibt es da einen Unterschied? Ich meine, in den USA heißen die ja immer so Blueberries und bei uns werden die, glaube ich, auch immer als Heidelbeeren verkauft. Sind das zwei unterschiedliche Beeren? Ich finde auf jeden Fall, die sind so eine 7 bis 9. Oder 6 bis 9. Also ja. je nachdem, wie die so sind. Also ich finde, wenn Blaubeeren richtig gut sind, ist das für mich auch 10 von 10. Aber du findest halt selten welche. Also das ist auch so, wenn die im Angebot sind, dann hole ich mir auch einfach mal so 500 Gramm. Die werden dann auch sich einverleibt. Meint ihr als Top-Ingredient im Eiweißshake? Ich finde, das ist halt so die Sache, das funktioniert halt auch nur, wenn die süß sind. Weil ich kann mir das auch echt ziemlich ungeil vorstellen, wenn du einfach so einen dicken Shake mit so sauren Blaubeeren oder Heidelbeeren hast. Hat schon irgendwie was Geiles. Ich weiß nicht, ist auch so ein besonderer Geschmack irgendwie. So ein recht einmaliger. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt auch zum Schluss kommen. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Schluss. Jede Dynamik jetzt. Sadi, also ja, es sind ja auch Geschmäcker verschieden. Also vielleicht bist du auch einfach nicht so der Blaubeertyp. Kann ja sein, dass du einfach sagst, nee, Blaubeeren ist nicht so meins. Ich esse lieber Erdbeeren oder irgendwas, Apfel oder so. Erdbeeren sind eigentlich Nüsse. Ja, das sind schöne Schlussworte für heute. Also ihr Lieben, war ein super Stream. Hat mir sehr gut gefallen heute. War ja eine Menge los. Wir hatten gar keine Trolle heute. Habe ich eigentlich schon damit gerechnet. Wir hatten ja auch heute Moderation am Start, die nicht eingreifen musste. Also lieben Dank heißt, dass du trotzdem am Start warst und dich auch angeboten hast. Schon von dir selbst aus. Echt sweet. Und auch danke an alle, die uns unterstützt haben hier im Verlauf und die vielen Neuen, die auch dazugekommen sind. War ja wirklich ein tolles Programm heute.
Fand ich auch. Hat mir Spaß gemacht. Und wir sehen uns auch hier auf Twitch schon am Sonntag wieder. Denn zum am Nachrichtenformat. Genau, Überblick. Da gehen wir wieder ein auf, was gerade so in der Welt und in Deutschland passiert. Ja, Malti, das würde ich sagen, kommt auf die Demo an. Wenn es was Gutes ist, dann gerne. Und ansonsten macht es davon abhängig, ob du noch Kraft hast, ob du noch Elan hast. Und dann let's go. Oder halt auch chillen, ist auch wichtig, ne? Ja, heißt, da hast du absolut recht. Das ist immer ein schönes Kompliment für die eigene Community. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, schönen Abend noch und Glück auf. Glück auf, macht es gut.